Jojo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 6. Yeah, weiter geht es. So, jetzt haben wir. Was haben wir jetzt getan? Moment mal. Okay, sie ist jetzt auf einem Schalter. Ach ja, ich weiß. Ich weiß, was ich zu tun habe. Wir können ja Terra steuern. Und jetzt gehen wir mal hier raus. Und schubsen mal dieses 4-Tonnen-Gewicht darunter. Natürlich nicht auf Sabine drauf. So. Somit ist die erste Barriere erledigt. Oh nein, ein Kampf. Ja, und jetzt müssen wir die beiden Gruppen. Gamma. Oh Gott, nicht schon wieder so ein Drecksvieh. Gamma-Strahlen. Aha. Ich denke mal, das ist Versteinerung. Nach Ablauf des Countdowns. Dieses komische Viech hat derbe viel HP. Aber das dürfte er nicht überleben. Atomstrahlung. Okay. Ja, den Schalter müssen wir betätigt lassen. Es geht weiter mit Sabin. Wir gehen hier rein. Und schieben mit ihm das zweite Gewicht herunter. Boing. Natürlich nicht Shadow auf den Kopf. Das wollen wir ja nicht. So, dann gehen wir mit Sabin wieder rein. Und stellen uns auf den zweiten Schalter. Und mit Shadow geht es hier jetzt weiter. Und wir stellen uns mit ihm auf den dritten Schalter. Und ein Tor öffnet sich. Yay. Yay, yay, yay. Was mache ich hier überhaupt? Heidesack. Es geht weiter. Mit der Hauptgruppe. Wo... Ah ja. Ah, der nächste Boss. Oh, Ahriman. Ach du Scheiße. Ahriman hasse ich ganz besonders, diese Gegner. Die gibt es ja auch in den verschiedensten Final Fantasy Teilen, weil sie unter anderem das... oder die nervige Ability Roulette beherrschen. Roulette. Der Kurse, der sich immer wieder bewegt und je nachdem, wo er stehen bleibt, der wird halt getötet. Das ist so ein bisschen nervig. Kobold. Ach, wie süß. Was hast du mit Shadow gemacht? Oh, nimmt aber trotzdem noch ordentlich Schaden. Okay. So viel zu Ahriman. So. Und weiter geht's. Allheilmittel drauf ballern. Und ich würde sagen, direkt den nächsten Boss down. Oh no. Der Wächter. Start der Basis Kampfprogramm. Würde man Klingenstern werfen. Hast er gar nicht getroffen. Wow, Omaru macht ordentlich Schaden. Yeah, wieder Bar erhalten. Und da werde ich mal. Oh, Ultima. Ach, das ist Phantom. Das ist auch die andere Beschwörung. Macht einen Charakter von mir unsichtbar. Das heißt, er wird von physischen Angriffen nicht mehr getroffen. Ähnlich wie die Ninjas, genau dasselbe. Sobald ich mit Magie dann wieder getroffen werde, kann man mich wieder angreifen. Oh wow, er hat mich wieder geworfen. Ja, das war jetzt nix. Okay, meine Leute sind unsichtbar, das ist schon mal gut. Ich werde mal Blitzra einsetzen. Wow. Okay, dann werde ich nochmal Slot einsetzen. Na, ja, ich glaube den Drachen oder was, das bekomme ich nie hin. Ich hab's hinbekommen damals, aber irgendwie Prismenblitz. Oh, wie süß. Bounce. Das war's. Ja, auch kein allzu starker Boss. Er hat eigentlich gar nichts auf dem Kasten, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, die Bosse sind jetzt eigentlich nur noch ein Witz. Ob der letzte Boss was drauf hat? Oh, Shadowland Meteor. Yeah. Und ein Save Point. Yay. Zelten wir ein bisschen. Genau. Zelten wir im Hort des Bösen. Das finde ich immer so geil. Das finde ich immer so logisch. Vor allem. Die zelten an den unmöglichsten Orten. So, es geht weiter. Wie sieht's denn aus? Kann meine Gruppe eigentlich den Ort hier verlassen? Muss ich mal gucken. Kann ich da runterspringen? Nein. Okay. War ein Versuch wert. Dann geht es weiter hier.
Oh no. Oh, nervige Gegner. Nervige Gegner. Na 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 na. So, erstmal ist die alte Schachtel aus dem Weg. Das bringt mir sehr viel. Und Ahriman, Ahriman muss auch weg. Oh, nimm das, Ahriman. Oh, du Glotzauge, du. Weiter geht's. Weiter geht's im Programm. Oh, hier geht's nochmal rein. Wo auch immer wir hier hinkommen. Aha. Oh! Ich lauf direkt in den Grimgott rein. Ach du Scheiße. Jo, man hört schon an der Musik. Das ist der erste, ja, richtige Boss in diesem Dungeon, könnte man sagen. Und zwar, das ist eine dieser Statuen vom Kriegstriumvirat. Das ist einer dieser Götter. Der Grimgott. Yeah. Viel Spaß bei diesem Kampf. Mal sehen, ob ich einen Spaß dran habe. Metallschneider. Naja. Naja. Ultima. Jetzt werde ich nochmal Slot einsetzen. Oh. Ach, schade. Fast wäre es was geworden. Also der Gegner ist eigentlich der schwächste von den dreien. Von diesen drei komischen Fatzengöttern da. Aber er sieht am geilsten aus, muss ich sagen. Also mir gefällt dieser Gegner irgendwie. Wie sieht der Hase? Oh, wie süß. Mir gefällt er irgendwie, ich weiß nicht. Bimmel die Bimmel. Nochmal Ultima casten. Humoro. Weil jetzt scheinen ihm physische Angriffe nicht mehr so viel abzuziehen. Slot. Ach, schade. Schade. Dann werde ich mal Meteor einsetzen. Sofern ich noch dazu kommen sollte. Oh ja. Meteor. Dürfte vielleicht ein bisschen was an Schaden machen. Dass er einer der mächtigsten Zauber im Spiel ist. Na gut. Ich habe mir mehr erwartet. Rachestoß, mal sehen, ob das irgendwas bringt. Dann werde ich nochmal Slot einsetzen. Ach, Chocobus. Okay. Rachestoß. Uah. Oh, wow, 107. Wow. Na, das hat gar nichts gebracht. Na gut, dann werde ich nochmal Ultima einsetzen. Ich finde die Sense von dem Typen irgendwie cool. Die gefällt mir. Das war's. So viel zu Grimgott. Oh mein Gott. Das erste, der Kriegstriumvirat-Götter besiegt. Schimmerlanze erhalten. Oh no. Also der Turm hier, man sieht das auch. Der Turm, der besteht eigentlich nur aus Schrott. Ganz ehrlich, ja. Der Turm besteht nur aus Schrott. Okay, das heißt, hier ist erstmal Endstation für Shadow. Was ist, wenn ich da runterhüpfe? Das weiß ich gar nicht. Ich werde es auch erstmal lassen. Ja, ich denke, ich werde es als erstes lassen. Die Schimmerlanze. Ich denke, dass das ein... ja, für Edgar sein wird. Ja, muss ich mal gucken. Gut, ich werde mal wechseln, mal sehen, was ich mit den anderen erreichen kann. Weil irgendwie muss es ja weitergehen. Oh, Gamma. Ja, was für ein Pech aber auch, dass du mir wieder begegnen musst. Das war's. Dass Edgar hier so 8-mal angreift, das erinnert mich an Lufia. An die Gardesklinge. Durch dessen Spezialangriff man auch 8-mal angreifen kann. Finde ich übrigens sehr geil, diese Gardesklinge. Also, hat mir schon immer gefallen. Lufia ist übrigens natürlich ein hammergeiles Spiel. Also, muss man so sagen. Okay, ich werde ihm die Schimmerlanze ausrüsten. Ein hammergeiles Spiel, Lufia. Wenn es nicht schon viele Let's Plays, so viele Let's Plays davon geben würde, würde ich es selber Let's Playen. Aber es ist einfach ein geiles Spiel und... ja, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht weiter, weil... es geht ja auch gar nicht weiter mit der Gruppe. Was muss ich tun?
Was muss ich tun? Hier oben ist noch ein Schalter. Na, ich werde mal hier runterhüpfen. Okay. Drei Schalter. Und jetzt bin ich wieder hier. Aha. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Okay, ich werde nochmal zurückgehen und werde mal nochmal ein bisschen gucken. Im nächsten Video dann. Bis zum nächsten Mal. Euer Lucifer.